Heute sind wir auf dem Dachboden der alten Kirche und schauen uns ein bisschen um in dieser wunderbaren Konstruktion. Ein dreigeschossiges Dach mit Originalholz aus den Jahren 1445 und früher. Ich habe Ihnen letztes Mal erzählt, dass wir vermuten, dass Sie 20 Jahre am Kirchengebäude gearbeitet haben, unten, und 10 Jahre hier oben auf dem Dach gearbeitet haben. Wir haben dann mal ganz vorne in der Apsis das Holz anbeilen lassen, um zu gucken, ob man ein dendrologisches Gutachten herstellen kann, aus welcher Zeit diese Hölzer stammen. Und Sie haben rausbekommen, das älteste Holz ist von 1437-38. Es passt also ungefähr mit 10 Jahren. Wo Sie das Holz geschlagen haben, wahrscheinlich haben Sie es lange im Wasser liegen gehabt, das Eichenholz, um alles Leben daraus zu töten, dann getrocknet und dann nur gekalkt und dann eingebaut. Eine wunderbare Konstruktion, die nur gesteckt ist, denn es sind nur Holzstecker, die die verschiedenen Teile zusammenhalten. Das einzige Metall, was hier oben verbaut ist, das sind die Halterungen der drei Kronleuchter ganz vorne hier in der Mitte. Das sind die Halterungen für die Kronleuchter unten. Das ist das einzige Metall. Alles andere ist nur aus Holz, wie ein riesiges System zusammengesteckt. Als vor gut 20 Jahren der Statiker hier war, musste er ja auch gucken, ist das Holz in Ordnung, ist die Konstruktion noch stabil? Und er hat dann alle Winkel genommen, alle Entfernungen, alle Maße und hat die in sein PC-Programm Statik gebracht. Der PC antwortet, bitte nicht bauen, stürzt ein. Also nach heutigen Vorstellungen dürfte man so nicht mehr bauen, hält aber schon über 550 Jahre diese Konstruktion und wird uns wohl alle überleben. Einfach der Gedanke, dass das Holz hier schon gestanden hat, bevor Kolumbus 1492 Amerika entdeckt hat, das ist schon etwas Besonderes, wenn man hier oben steht. Also das Holz ist original, was weiß ist. Das gelbe Holz oben haben wir später eingezogen für die Dachdecker, dass sie Reparaturen ausführen können. Diese sogenannten Busen der Kirche, hier aus Stein, sind richtig gemauert, Kunstwerke gemauert und überschlemmt. Früher haben die Leute hier auch nochmal drauf rumgespielt, die Kinder haben hier oben gespielt und haben so runtergerutscht. Das war uns dann doch zu gefährlich. Und als wir vor 20 Jahren aufgeräumt haben hier oben, haben wir unter anderem ganz viel Schutt natürlich gefunden und auch 500 Skelette. Oh, Skelette, ja, Vogelskelette von den Dohlen. Denn die Dohlen fliegen hier öfter mal rein früher und sind reingeflogen, aber kamen nicht wieder hinaus, mussten dann hier abgeschossen werden oder sind verhungert. Und darum haben wir jetzt in der heutigen Zeit alle Fenster zugemacht, dass die Dohlen nicht mehr in die Kirche hineinfliegen können. Es mag Ihnen aufgefallen sein, dass einige von den Ständern mit einer speziellen Folie umwickelt sind, wie ich sie hier auch sehen kann. Wir haben einen Schädling in der Kirche, hier oben im Dachgeschoss, einen gescheckten Borkenkäfer. Wir wollten wissen, wie gefährlich ist er? Weil ist das Holz bereits angenagt? Ist alles noch stabil? Die Ergebnisse zeigen, das Holz ist stabil. Wir können sozusagen weiterhin hier oben Führungen machen. Die Konstruktion hält und ist sicher. Und vielleicht ganz interessant, den gescheckten Borkenkäfer haben auch die Katholiken, also der ist ökumenisch unterwegs. Wir befinden uns jetzt im Turmgeschoss der alten Kirche. Der Turm ist erst später angebaut worden, etwa 50 Jahre nachdem die Kirche geweiht worden ist. Und man kann sehr schön sehen, wenn man mal rumschaut, wie dick die Mauern dieses Turmes sind und dass sie die Steine, die von den Schiffen kamen, verbaut haben, wie sie sie gebracht bekommen haben. Mal kleinere, mal größere, je nachdem, welche Fuhre da war, haben sie dann diese Konstruktion errichtet, die ich sehr erstaunlich finde, dass sie trotzdem noch sehr glatt ist und sehr gut zusammen homogen wirkt. Also eine sehr schöne Darstellung dieses Turmes. Dann haben wir da einen Deckel, der ein Loch verschließt. Das ist das Loch, wodurch früher die Glockenseile gingen, bis unter an den Boden der Kirche. Und da konnten die Menschen unten die Glocken ziehen und die Glocken zum Läuten bringen. Auch eine sehr schöne Sache.